Es passiert nicht oft, dass es Nachrichten vom Kapitalmarkt auf die Titelseite der Tagespresse schaffen. Dem Unternehmen Wirecard ist das jedoch gelungen. Seit im Juni 2020 der Kurs der Wirecard-Aktie von 100 Euro auf fast 0 Euro eingebrochen ist, kommt das Unternehmen nicht mehr aus den Schlagzeilen heraus. Von der größten Bilanzfälschung seit Enron, Anfang des Jahrhunderts, und einem enormen Schaden für den Finanzplatz Deutschland ist die Rede. Den eigentlichen Schaden tragen aber vor allem die Anleger, deren Investment schlagartig mehr als 99% an Wert verloren hat. Private Anleger, die mit den Aktien eines Zukunftsunternehmens ihre Rente sichern wollten, stehen nun vor großen Verlusten. Das Vertrauen in den Kapitalmarkt, das in Deutschland ohnehin nicht groß ist, hat erneut gelitten. Doch auch der internationale Reputationsschaden ist groß. Die Enthüllungen nähren Zweifel an der Effektivität deutscher Prüfungsmechanismen, weil diese nicht aufdecken konnten, dass 1,9 Milliarden Euro wahrscheinlich nur auf dem Papier existiert haben. Im Zentrum der nun ins Rollen geratenen Ermittlungen steht daher die Frage, wieso das Geschäftskonzept von Wirecard nicht aufgegangen ist und mit welchen Tricks das Unternehmen dies jahrelang verschleiern konnte. So verschleiern, dass sogar professionelle Wirtschaftsprüfer und die staatliche Finanzaufsicht getäuscht wurden. Vor allem aber wird es bei der Aufarbeitung darum gehen, mit welchen rechtlichen Konsequenzen die Verantwortlichen des Skandals nun zur Rechenschaft gezogen werden können und wie Gesetze und Strukturen geändert werden müssen, um ähnliche Manipulationen in Zukunft zu verhindern. Hallo, mein Name ist Christoph Kumpan, ich bin Professor für Bürgerliches Recht, Unternehmensrecht und Kapitalmarktrecht an der Bucerius Law School in Hamburg. Wie funktionierte das Geschäftsmodell von Wirecard? Wirecard war bis vor kurzem ein DAX-Konzern. Das heißt, es gehörte zu den 30 größten und wertvollsten Unternehmen an der deutschen Börse. Als Dienstleister im elektronischen Zahlungsverkehr war Wirecard außerdem ein großer Hoffnungsträger der deutschen Wirtschaft. Denn fast alle anderen großen Player dieser stark wachsenden Branche, wie Visa, Mastercard oder PayPal, sind US-amerikanische Unternehmen. Der Aufstieg zum deutschen Vorzeigeunternehmen war allerdings steinig. 1999 war Wirecard mit der Vision gegründet worden, Zahlungen im Internet abzuwickeln, das zu dieser Zeit explosionsartig an Bedeutung gewann. Doch schon kurz darauf schlitterte Wirecard in seine erste Krise, als sie durch den damaligen Technologie-Hype entstandene Börsenblase platzte. Das riss massenhaft Unternehmen der sogenannten New Economy in die Insolvenz. Wirecard gelang es zwar, diese Krise zu überstehen. Das geschah allerdings dadurch, dass seine Kunden vor allem Anbieter von Internetpornografie und Online-Casinos waren. Aber Wirecard schafft es, aus dieser Schmuddelecke sich zu befreien und eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Börsenbilderbuch hinzulegen. Das Unternehmen expandierte bald in alle Welt, vor allem nach Asien. Dieser Erfolg war eng verknüpft mit der Person des Vorstandsvorsitzenden Markus Braun. Unter seiner Führung kannte der Kurs des Unternehmens nur den Weg nach oben und überbot wiederholt die kühnsten Erwartungen und Prognosen. Dabei kam Wirecard zugute, dass der elektronische Zahlungsverkehr mittlerweile den Sprung aus dem Internet an die Ladentheke geschafft hatte. Statt dass Händler für die Zahlung per Kreditkarte, Lastschrift oder PayPal mit jedem einzelnen Anbieter Verträge abschließen mussten, bot Wirecard an, diese Vorgänge gebündelt abzuwickeln. Dadurch war Wirecard bei fast jedem online gebuchten Flug und jeder bargeldlosen Zahlung im Supermarkt beteiligt und verdiente jeweils kleine Provisionen. Nach dem Prinzip, Kleinvieh macht auch Mist, führte die enorme Menge dieser vielen kleinen Zahlungsvorgänge zu ganz erheblichen Umsätzen. 2018 kam dann der symbolträchtige Durchbruch. Die Commerzbank, eine traditionelle Hausbank alter Schule, musste ihren Platz im DAX räumen, damit Wirecard als Finanzunternehmen des 21. Jahrhunderts in die erste deutsche Börsenliga aufsteigen konnte. Die Anleger waren begeistert. Den deutschen Leitindex umgab nun ein Hauch von Silicon Valley. Und Wirecard war auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Doch der Schein trug. Nach den heutigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft hatte das Unternehmen schon zu diesem Zeitpunkt mindestens 3 Jahre seine Bilanzen manipuliert und seine exorbitanten Gewinne mit gar nicht vorhandenen Geldströmen nur vorgetäuscht. Wie konnte so viel Geld verschwinden, ohne dass es jemandem aufgefallen ist? Die Komplexität des Geschäftsmodells von Wirecard hat die nun im Raum stehenden Manipulationen wahrscheinlich überhaupt erst möglich gemacht. Da er erst die winzigen Provisionen von Abermillionen abgewickelten Zahlungsvorgängen den in der Bilanz ausgewiesenen Gewinn ergaben, war es für den normalen Kleinanleger unmöglich, diesen Gewinn nachzuprüfen. Nur wenige Experten hatten überhaupt das dafür notwendige Know-how. Genau deshalb
sind aber große und mittelgroße Kapitalgesellschaften in Deutschland nach § 316 HGB verpflichtet, ihren Jahresabschluss einschließlich der Bilanz von solchen Experten prüfen zu lassen. Im Fall von Wirecard war dies das Wirtschaftsprüfungsunternehmen EY. Dieses gehört zu den sogenannten Big Four. Das heißt, EY ist eine der vier bedeutendsten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Eine wichtige Aufgabe dieser Prüfer ist es, Bankguthaben nachzuprüfen, sie also bei den jeweiligen Banken zu erkundigen, ob die vermeldeten Einnahmen dort auch wirklich existieren. Im Geflecht der vielen Zahlungsströme fiel jedoch auch EY jahrelang nicht auf, dass rund 1,9 Milliarden Euro bei zwei philippinischen Banken gar nicht vorhanden und die zugehörigen Belege gefälscht waren. Diese 1,9 Milliarden Euro spielten eine wichtige Rolle im Asiengeschäft Wirecards. Das bestand kurz gesagt daraus, dass Wirecard als Dienstleister zwischen Kunde und Händler trat. Wenn ein Kunde im Geschäft mit einem elektronischen Zahlungsmittel bezahlt, so ist das Geld noch nicht sofort beim Händler. Wirecard schießt diesem deshalb den Betrag vor, bis das Geld des Kunden gebucht ist. Für den Fall, dass eine Kundenzahlung ausfällt, müssen dann als Sicherheit Treuhandkonten existieren, damit der Händler immer an sein Geld kommt. Bei den gefälschten Guthaben auf den Philippinen handelt es sich um solche Treuhandkonten. Die Manipulation fiel also auch deshalb so lange nicht auf, weil das Geld nicht gebraucht wurde. Jedenfalls solange die Geschäfte reibungslos liefen. Damit auch die Profis von EY nichts merkten, hatte Jan Marsalek, der im Vorstand von Wirecard für das operative Geschäft zuständig war, Medienberichten zufolge sogar, und das muss man sich einmal vorstellen, Schauspieler engagiert, Ausweise gefälscht und Bankfilialen nachgebaut. Daneben soll er zahlreiche Partnerschaften erfunden und hunderte Millionen Euro für unbekannte Empfänger abgezweigt haben. Stellt man nach all diesen Enthüllungen die Bilanz des Unternehmens neu auf, so stehen den 3,2 Milliarden Euro Schulden nur noch 26 Millionen Euro Guthaben gegenüber. Wirecard musste deshalb am 25. Juni 2020 einen Insolvenzantrag stellen. Auslöser war, dass EY kurz zuvor mitgeteilt hatte, dass es keine ausreichenden Nachweise für die Existenz der 1,9 Milliarden Euro gefunden hätte. Warum das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Wirecard nicht schon Jahre früher auf die Schliche gekommen ist, werden die Ermittlungen zeigen müssen. Dass auch die breite Öffentlichkeit nicht eher stutzig geworden ist, hat übrigens ausgerechnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, mitzuverantworten. Als 2019 Berichte der Financial Times erstmals auf Ungereimtheiten im Asiengeschäft hinwiesen, begann die Behörde nicht etwa gegen Wirecard, sondern gegen die Journalisten wegen angeblicher Marktmanipulation zu ermitteln. Unter anderem um diese Rolle der BaFin aufzuklären, hat der Deutsche Bundestag inzwischen einen Untersuchungsausschuss einberufen. Mit welchen rechtlichen Konsequenzen ist nun zu rechnen? In Deutschland gibt es zumindest noch kein Unternehmensstrafrecht. Das heißt, strafrechtliche Ermittlungen richten sich immer nur gegen die verantwortlichen natürlichen Personen in einem Unternehmen. In Untersuchungshaft sitzt deshalb mittlerweile der ehemalige Vorstandsvorsitzende Markus Braun. Jan Marsalek, der Leiter des operativen Geschäfts, ist noch auf der Flucht. Für beide gilt aber erst einmal die bis zur Verurteilung die Unschuldsvermutung. Die Staatsanwaltschaft München hat bekannt gegeben, dass sie alle in Betracht kommenden Straftatbestände prüfen will. Das sind im Fall der Wirecard-Manager eine ganze Menge, wobei sie in den nächsten Monaten zeigen wird, für welche Straftatbestände sich ausreichend Beweise finden lassen. Zunächst sind da die Straftatbestände aus dem Handelsgesetzbuch. Nach § 331 Nummer 1 HGB macht sich etwa strafbar, wer als Mitglied von Vorstand oder Aufsichtsrat die Verhältnisse der Gesellschaft im Jahresabschluss unrichtig wiedergibt oder verschleiert. Sanktioniert wird das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder einer Geldstrafe. Daneben können gegebenenfalls auch die verantwortlichen Abschlussprüfer strafrechtlich belangt werden. Denn eine Norm weiter sieht § 332 HGB für das gleiche Strafmaß vor, wenn sich herausstellt, dass sie über das Ergebnis des Jahresabschlusses unrichtig berichtet haben. Hier wird es also vor allem um den Nachweis gehen, dass man bei Wirecard nicht nur Bilanzkosmetik, sondern vorsätzliche Bilanzfälschung betrieben hat. Eine Bilanzfälschung dient außerdem häufig der Vorbereitung von Betrugsdelikten, sodass im nächsten Schritt auch die Tatbestände des Strafgesetzbuchs untersucht werden müssen. Wurde mit der Bilanz getäuscht, um sie auf Kosten Dritter zu bereichern oder Finanzmittel zu beschaffen, so liegen insbesondere gewerbsmäßiger Betrug, Kreditbetrug oder Kapitalanlagebetrug nahe. Dann könnte teilweise schon eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren drohen. Mit Blick auf den Untergang von Wirecard selbst könnten außerdem noch Strafen wegen Untreue oder Bankrottdelikten hinzukommen. Schließlich
kann die Beschädigung der Integrität des Finanzmarktes gegebenenfalls noch als sogenannte Marktmanipulation geahndet werden. Jedenfalls, wenn sich herausstellt, dass mittels falscher Bilanzinformationen erfolgreich auf den Börsenkurs eingewirkt wurde. Neben einer Gefängnisstrafe wäre hier auch eine Geldbuße in Millionenhöhe möglich. Seit kurzem ist außerdem noch bekannt, dass neben all dem auch noch die Geldwäscheermittler der Zoll-Spezialeinheit FIU wichtigen Führungspersonen von Wirecard auf den Fersen sind. Wie viele der unzähligen Vorwürfe sich letztendlich bewahrheiten werden, ist derzeit noch völlig offen. Was Anleger jedoch viel mehr umtreiben dürfte, ist die Frage, wer ihnen den entstandenen Schaden ersetzt. Beim insolventen Unternehmen Wirecard wird fraglich sein, wie viel noch zu holen ist. Zumal Aktionäre bei der Verteilung des Restvermögens ohnehin an letzter Stelle stehen. Erfolgsversprechender erscheint es da schon, sich an die Manager selbst zu halten. Wenn diese schuldhaft falsche Angaben gemacht haben, von denen bewiesen werden kann, dass sie ursächlich für die Anlageentscheidung von Aktionären waren, so haften sie auch mit ihrem Privatvermögen. Doch wird dieses nicht ansatzweise den entstandenen Milliardenschaden decken können. Zwar gibt es für solche Fälle sogenannte D&O-Versicherungen, doch greifen diese nicht bei Vorsatz und springen auch bloß bis zu einem bestimmten Betrag ein, der hier gerade einmal bei 125 Millionen Euro liegen soll. Der einzig zahlungskräftige Akteur ist damit EY als Abschlussprüfer. Kann der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ein Fehlverhalten nachgewiesen werden, so haftet auch sie grundsätzlich für den entstandenen Schaden. Jedoch ist auch ihre Haftung gemäß § 323 Absatz 2 HGB gedeckelt, und zwar auf gerade einmal 4 Millionen Euro. Mehr muss nur gezahlt werden, wenn Vorsatz nachgewiesen werden kann, was in der Praxis aber kaum gelingt. Damit kann EY recht einfach den Kopf aus der Schlinge ziehen, was übrigens in anderen Ländern nicht so wäre, denn fast nirgendwo ist der Abschlussprüfer so privilegiert wie in Deutschland. Bleibt also nur die BaFin. Doch hat sich der Staat mit § 4 Absatz 4 FinTag ebenfalls weitgehend freigezeichnet und wird daher im Wege eines sogenannten Amtshaftungsprozesses nur schwer haftbar gemacht werden können. Der richtige Ort, um ein mögliches Fehlverhalten in der Behörde aufzuklären, wird folglich nicht der Zivilprozess, sondern der Untersuchungsausschuss des Bundestages sein. Momentan sieht es deshalb so aus, als würde der größte Teil des schätzungsweise 3,2 Milliarden Euro schweren Schadens bei den Anlegern und Kreditgebern hängen bleiben. Gar nicht erst bezifferbar ist der Schaden, den der Ruf Deutschlands als Finanzplatz erlitten hat. Es bleibt zu hoffen, dass der in diesem Bereich typischerweise skandalgetriebene Gesetzgeber die Vorkommnisse zum Anlass für dringend regulatorische Änderungen nimmt.